So, ein herzliches Willkommen in die neue Folge zurück. Und ich muss natürlich gleich erstmal ausprobieren, wie es hier für unsere Süßen läuft. Und ja, ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, dass unsere Helga in die Jahre gekommen ist. Und ja, dass der Sensenmann sich wohl nicht mehr ganz so lange Zeit lässt. Und ich werde die Kinder jetzt auch direkt mit einbeziehen. Du bist hier schon am Stand, denn Anni wird mit Hochdruck an der Rakete nebenbei arbeiten, was ja auch gut funktioniert. Bei dir muss ich jetzt erstmal einen Augenblick bleiben, weil der Gartenverkauf ja noch so ein bisschen läuft. Aber unsere Anni hat heute Nacht fürchterlich geweint. Denn, ja, der neue Mann, der eingezogen ist, der Jamie, kommt ihrem verstorbenen Mann ziemlich nahe. Ich guck mal. Ich habe ihn gerade nicht drinne, aber wir haben vielleicht ja noch ein Foto, was ich kurz mal einblenden kann. Und ihr habt gerade diese leichte Ähnlichkeit gesehen. Diese leichte Ähnlichkeit, die hier gerade für unsere Annie gerade am Start ist. Und ja, das verkompliziert das Ganze natürlich gerade so ein bisschen mit Agimiro. Und ja. Schauen wir halt einfach mal, wie sich das so für ihn ja weiterentwickelt, ne? Und ja, sie versucht hier gerade noch ein bisschen was zu verkaufen. Es sind jetzt noch vier Sachen drauf. Und ich würde gerne noch zwei Sachen verkaufen, bevor sie das Ganze hier beendet. Aber du sollst doch was kaufen und dich nicht mit unserer süßen Tochter unterhalten. Annie hat auf jeden Fall ein paar Grenzen aufgestellt und sagt: Leute, im Dschungelleben ist super, 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 super gefährlich. Ihr dürft nur maximal bis zu diesem Grundstück und zum Spielplatz. Und auf gar keinen Fall dürft ihr hier hinten rein. Und ja, das Verbotene macht natürlich gerade Lust auf mehr für die Kinder. Und da Anni gerade, wie gesagt, mit ihren Gefühlen so ein bisschen in Schwanken geraten ist, weiß sie natürlich gerade nicht so ganz, was sie ja machen soll. Die Kinder wollen sich natürlich jetzt erstmal dran halten, aber es ist natürlich schwierig für die, ne? Guck mal, du kannst das dann nochmal bewässern zumindest, wenn eure Fähigkeiten ein bisschen weiter hoch sind. Auf jeden Fall hat sich unser kleiner süßer Junge hier schon mal die Orion Michaelson weiter angeguckt. Ich weiß gar nicht, Profil öffnen. Zur Schule ist er halt im Moment auch noch nicht, aber ja, das sehen wir halt dann. Anni arbeitet, wie gesagt, weiterhin mit Hochdruck. Wir sind ja jetzt schon mal eine Ebene weiter hoch, aber ja, hier ist ein bisschen mehr rangekommen, ne? Da oben an den Kran. Also ich bin mal sehr gespannt, wie lange es tatsächlich noch dauert, denn wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Platz. Du bedienst bitte wieder den Stand und stellst das Ganze doch noch einmal aus. Weil sonst kommt auch niemand, um irgendetwas zu kaufen und das wäre nicht schön. Wir haben auf jeden Fall gerade schon teure Sachen dran. Anni ist weiterhin dabei, alles auf grünen Vordermann zu bringen. Und die Kinder haben Anni auch schon gefragt, wenn sie hiermit quasi durch sind, ob sie ein bisschen zum Spielplatz gehen können. Denn auch die beiden Süßen haben weiterhin enorme Skills, die sie noch verbessern müssen. Manieren, Verantwortung, Empathie. Und Anni weiß ja auch schon, dass ihr Geburtstagsgeschenk bald noch angetrudelt kommt. Und wir sozusagen, ja, noch ein bisschen Platz brauchen werden. Die dürfen dann natürlich auch frei hier rumlaufen. Aber ich muss mal gucken, wie wir dann und wo wir dann den Hühnerstall zumindest hinstellen oder ob wir die Bank rausnehmen. Ich weiß es noch nicht, weil vergrößern möchte ich das eigentlich gerade nicht so gerne. Ich weiß auch nicht, wie viel Platz die eigentlich Tatsache nachher brauchen. Aber Anni hat eine Ziege und ein Schaf bestellt für unsere Süßen. Und die beiden sollen auf jeden Fall eintreffen. Und vielleicht muss ich mal gucken, ob wir die Rakete woanders hinstellen oder aber ob wir den hier hinten nochmal einen kleinen Extrastall anbauen. Sozusagen hier bei der Treppe dann.
Ich meine, mal unter der Treppe ist ja auch noch ein bisschen Platz. Müssen wir mal gucken. Vielleicht setze ich aber auch den Trinkbrunnen einfach mal um. Das könnte ich ja schon mal tun. Und dann hat mir Red Eye eine süße Idee vorgegeben, die finde ich unglaublich putzelig. Und zwar gibt es ja eine Pergola von Dschungel. Die möchte ich dann nämlich schon mal platzieren. Wo ist sie denn? Packs und Dschungel brauche ich. Also vielen Dank für diese wundervolle Idee, Red Eye, weil da könnte ich mir vorstellen, dass Annie die halt auch selber gezimmert hat. Ich hoffe, wir finden sie gleich oder ich finde sie gleich. Und zwar gibt es so eine süße Holzpergola. Und die suche ich hier gerade mit euch gemeinsam mal eben einmal raus. Aber irgendwie, also entweder bin ich gerade verdammt blind. Ich werde noch mal eben hier bei Skulpturen reingucken. Da sind doch in der Regel immer diese Pergolas drin, ne? Da muss ich sie doch noch mal rausnehmen, weil sie dann wahrscheinlich doch nicht aus dem Dschungelpack ist. Aber Firebelly gibt ja nie auf, ne? Wäre nicht Firebelly, wenn sie jetzt einfach so ad hoc aufgeben würde. Genau, aber nicht du. Ist die noch teurer? Oder habe ich sie jetzt nur übersehen? Das kann natürlich sein. Möchte ich nicht unterstreichen. Guck mal, wir könnten jetzt auch schön so dschungelig, könnten wir jetzt auch das hier hinstellen, ne? Als Tor. Würde ich ja auch gut finden, ne? Sieht eher wie selbstgemacht aus, obwohl ich das ja auch mag. Ah, schwierige Entscheidung, schwierige Entscheidung. Aber ich finde einfach gerade aus Holz diese blöde, blöde Pergola nicht. Könnte die sonst aus dem Outdoor-Lebensset sein? Kann ja auch sein, ne? Da ist ja auch viel mit Holz und so. Aber leider nicht. Ah, schwieriges Unterfangen, schwieriges. Jetzt gehe ich bei Deko rein. Jetzt gehen wir noch mal einmal Skulpturen durchsuchen. Weil ist ja auch die Frage, ob das jetzt so eine Skulptur ist oder nicht, ne? Ich will jetzt Red eigentlich extra anrufen und fragen, ne? Also hier ist es schon mal nicht. Okay, dann kann es jetzt ja nur noch hier irgendwo drinne sein, bei Deko. Da sind ja auf jeden Fall auch solche Pergolas mit drin. Und ihr seht, ich spule ja jetzt auch schon verdammt schnell, ne? Vielleicht hat es auch damit zu tun, obwohl ich weiß, die sind nicht so günstig, diese Pergolas. Hier kommen wir der Sache doch schon näher. Muss ja auch nicht dieselbe wie sie nehmen, ne? Ich finde das hier mit den Blümchen schon gar nicht so schlecht. Nur so ein etwas dunkleres Holz wäre natürlich. Guck mal, wir nehmen jetzt nur mit so ein bisschen Dschungel-Efeu oben drüber. Und dann stelle ich die nämlich hier hin. Da. So, dann muss leider das einmal alles ein Stück in diese Richtung. So. Soll ja weiterhin so ein Luxus bleiben. Obwohl die Schafe sind ja gar nicht so groß, ne? Kann ich das noch eine Nummer kleiner machen? Ja, das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich suche jetzt immer noch die andere. Es gibt da! Leute, ich hab sie. Die habe ich nämlich gesucht und dann nehmen wir die nämlich in so einem schönen dunklen Holz. Warum wurde sie mir dann gerade bei Dschungel denn nicht angezeigt? Weiß kein Mensch, ne? Obwohl hier habe ich sie auch im dunklen Holz. Dann nehmen wir die. Dann ist das nicht ganz so nachgemacht. Denn wir haben ja hier jetzt bei den Teppichen Stroh gekriegt. Guck mal, dann können wir nämlich für die Ziegen so eine Art Stall dahin zimmern, ne? Da kommt wieder dieses geübte Planet Zoo-Auge durch, sag ich euch. So. Und dann haben sie da nämlich so ihren kleinen Unterstand. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt gerade für Ziegen brauchen. Okay. Muss ich das so hinstellen oder? Was ist denn das? Pferdestellplatz. Okay, ja gut, das. Die Frage ist jetzt, was brauche ich denn jetzt für die Ziegen? Brauche ich da irgendwas Bestimmtes?
Möchte ich ja nun auch gerade nicht so gerne dahinsetzen. Brauchen die Wasser? Was brauchen die? Wir werden es gleich erstmal herausfinden. Anni, du wirst jetzt erstmal hier deinen Anruf tätigen. Hier drunter, glaube ich, ne? Können wir das machen? Rentiertauschbörse, Pferd kaufen, Pferd retten, Zwergziegen und Zwergschafe kaufen. Das möchte ich gerne. Ein blaues Schaf, genau. Ein braunes, eine braune Zwergziege. Dalmatiner Zwergschaf, Dalmatiner Zwergziege. Ich gucke erstmal, was wir hier haben. Oh ja, ich möchte ein weißes Zwergschaf und Trikolore bringt ja immer Glück. Ich werde, glaube ich, diese beiden werden wir nehmen. Und dann dürft ihr mir auf jeden Fall nochmal Namen in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht. Du hast ein Tier gekauft. Es befindet sich im Inventar deines Sims. Ei, okay. Okay, in Welt platzieren. Okay, das machen wir jetzt. Annie, du holst die Süßen jetzt mal raus. Und dann haben sie, wie gesagt, hier hinten ihren kleinen süßen Unterstand. Und ich freue mich schon sehr darauf. So, du darfst jetzt gerne nochmal einen Gartenverkauf starten. Und da sind die Süßis. Oh nein, wie süß sie doch einfach sind. Ich liebe sie. Aufgaben. Okay. Anni, dann freunde dich doch mal mit denen an. Versorgen. Mit weißem Band und Flasche füttern. So, und dann kannst du jetzt beide erstmal füttern. Und ich freue mich so, weil ihr hattet ja dieselbe Idee quasi gerade wie ich. Und dieser Gedanke, dass die hier auch gerade für Simoleons melken. Oh, guck mal, das heißt, wir können dann sogar noch für Simoleons scheren. Wir können damit sogar noch Geld machen. Das ist ja klasse. Und oh, wir sind jetzt in der dritten Ebene mit Anni. Leute, es geht voran. Es geht wirklich voran. Ich hoffe, dass du noch den Stand bedienst. Ja, das tust du. Und wir verkaufen hier ja mittlerweile gutes, wichtiges Geld. Ah, Leute, das ist so großartig. Ich bin mal gespannt, wie weit die auch laufen. Ob wir die hinterher auch sonst das hier doch noch ein Stück verlängern und ein Tor ranmachen, um das sozusagen quasi zuzumachen, ne? Das werden wir sehen. Aber jetzt, wo die Kinder uns auch helfen können. Oh nein! Oh nein! Doink, da doink, da doink, da doink. Nein! Hey, lass uns Party machen! Ich will nicht mit dir reden. Ich leg dir ein Ei auf den Kopf. Oh nein, wie geil! Dann kannst du sie ja mal mit Flasche füttern und ein bisschen putzen noch. Jetzt geht Anni erstmal ganz brav zu ihrer Tochter. Ich hoffe, sie verkauft noch diesen Amazonitschädel. Der würde uns richtig gutes Geld bringen, ne? Der würde uns wirklich richtig gutes Geld bringen. Ja, auf jeden Fall sind die Geschenke jetzt da und ich bin sehr gespannt, was für einen Namen ihr für die Süßis aussucht. Und er ist verkauft, Leute. Yes! Das heißt, wir haben jetzt fast die Hälfte. Wenn wir 63.000 Simoleons haben, Leute, haben wir die Hälfte zusammen. Und Anni kommt ja auch gerade zu gutem Geld. Und ja, Anni hat den Kindern schon verkündet, dass sie bald nochmal wieder auf Speditionstour muss und dann auch die Staffelei so ein bisschen mitnimmt und 3 Tage verschwunden ist, dass wenn sie irgendwelche Hilfe brauchen, sich bitte an Kalia wenden möchten. Aber Leute, ich bin gerade wirklich so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, dass das hier gerade mit unseren Kiddies auch alles so gut läuft. Anni kann das Ganze hier jetzt noch einmal abernten. Ach, ihr zwei. Oh nein. Ihr seid aber auch knuffelig, ne? Über das Leben als Zuckerwatte reden. Oh nein. Aufgaben. Bitten bei der Gartenarbeit zu helfen für Simoleon scheren. Ich kann die Z Anni muss eine engere Beziehung. Nein, können die im Garten helfen? Das ist ja mal cool. Das heißt, die helfen uns im Garten. Oh,
Ich bin gerade so hin und weg, Leute. Tut mir leid, aber es ist unfassbar niedlich mit den Süßis. Kann man nicht anders sagen. Ich freue mich auch gerade sehr drauf, dass die Süßen mit eingezogen sind. Unterhaltet euch mal. Und mit Juma, ne? Oh. Wir müssen auf jeden Fall von denen auch noch Fotos machen, ne? Ach, isst du das Futter von den Hühnern mit? Das ist ja mal interesting. Wieso geht's dir denn schlecht? Lockerer Zahn, weil einen lockeren Zahn hat. Oh no! Das Mutlet kenne ich noch gar nicht. Benjamin ist mit einem losen Zahn aufgewacht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich verabschiedet. Oh no! Dann kriegst du ja einen Dollar. Dann kommt ja die Zahnfee. Och, zauberhaft, ne? Wie weit bist du denn jetzt? Ach, du bist durch mit deinem Gartenverkauf. Dann wird Anni euch einmal den Spielplatz nämlich noch zeigen. Den Park besuchen und wir nehmen alle mit. Und dann können wir nämlich jetzt hier nämlich noch mal als Familie so ein bisschen Spaß haben. Vielleicht kannst du ja schon mal zusammen spielen machen. Anni könnte ja eigentlich mal aus der Begonie Arrangement anfertigen. Oh, sie ist noch gar nicht so weit. Das müsste sie alles kaufen, ne? Oh. Naja, gut, dann lassen wir das vielleicht lieber erstmal. Anni wird dann sich mal hier ein bisschen entspannen. Oh, genau, du könntest dich ja mal ein bisschen sonnen. In Badebekleidung sonnen. Das mach mal ruhig. Es ist warm heute, auch im Herbst. Was machst du jetzt? Du willst mit Actionfigur spielen. So tun, als ob spielen. So tun, als ob Spiele mit Baumhaus zusammensitzen, Deko festlegen, Baumhauseingang, Natur betrachten. Im Haus spielen mit. Spiel mal ein bisschen mit deinem Bruder, dann können wir hier schon mal an euren gemeinsamen Fähigkeiten arbeiten. Hier duscht auf jeden Fall erstmal einer. Das ist herrlich. Herrlich, ich liebe dieses Grundstück. Also nochmal vielen Dank für dieses gemeinsame Bauen. Ja, und Anni denkt gerade, denke ich, sehr entscheidend darüber nach. Was jetzt gerade so mit dieser Männerwelt los ist. Denn Jamie lässt ihr einfach keine Ruhe, aber Akimiro auch nicht. An beiden Beziehungen hat sie jetzt ja auch hart schon gearbeitet. Sie weiß es halt einfach nicht, ne? Sie weiß es halt einfach nicht, was die jetzt sozusagen machen sollen. Oh, wie schön. Oh, super. Ich liebe das. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wir haben ja jetzt noch ein paar Simoleons übrig. Ich würde es gar nicht schlecht finden, weil ich habe ja von Little Miss Sam den Mod, dass sie auch lernen können. Dass Annie sozusagen unten sich jetzt so eine Art Pergola hier auf ihrem Grundstück hinstellt. Wir gehen da mal hin. Dass Annie sich sozusagen diese Pergola jetzt ruhig nochmal in groß holt. Und dass wir sie sozusagen quasi hier hinten hinstellen, wo auch zwei Computer noch hinkommen. Und dass Anni sozusagen die Kinder zu Hause unterrichtet vormittags, so 2 Stunden. Ne? Weil im Moment können sie ja weder lesen noch schreiben. Und wenn irgendwann mal was aus den Süßen werden soll, wäre das ja vielleicht nicht schlecht, wenn sie das könnten. Ach, toll. Hinabrutschen. Rutscht doch mal beide runter. Und dann könnt ihr ja einfach mal bitten, jemanden bitten auch schaukeln. Bitten mitzuschaukeln. Genau, dann geht ihr einfach mal beide schaukeln. Und dann könnt ihr gerne noch mal zum Abschluss zusammen spielen gehen. Würde ich jetzt gar nicht so schlecht finden. Auf jeden Fall, was haltet ihr erstmal vorübergehend von meiner Idee, dass wir die Kinder sozusagen zu Hause unterrichten? Denn Anni hat ja sozusagen mit ihrem Studium damals noch angefangen, weil ihr wisst ja alle, sie möchte Ärztin werden. Das ist ja so ihr großes Ding und jetzt fängt sie an zu glühen. Ausgebrannt. Okay. Oha, guck mal an. Oh, aber der neue Hautton steht, Anni. I love it. Anni, der steht dir wirklich gut. So, auf jeden Fall würde ich auch schon an dieser Stelle den Part beenden. Wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Feier im Herzen.